Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute einen Douglas Haul. Und falls euch dieses Make-up sehr gut gefällt oder ihr das irgendwie schön findet, verlinke ich euch oben sehr, sehr gerne das Video dazu. Das ist ein Full Face, ein Test von Avo-Produkten und ich hoffe, das gefällt euch. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil war ein total zufälliger Haul von Sachen, die mir zugesendet worden sind. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeigucken würdet. Und ich muss heute mal was Cooles loswerden. Ich habe mir Douglas Sachen bestellt. Die Woche, beziehungsweise in der Woche jetzt am 8.5. gab es jetzt 20%. Habe ich mir den Arsch gebissen. Ich habe leider Gottes am 7. bestellt, ja. Und übrigens dieser Blinding Highlighter, das ist übrigens die Revolution Pro Palette und zwar Supreme Highlighter Metal. Die ist ordentlich pudrig, aber Leute, show you. Wenn ihr auf Glow steht, dann kauft euch die. Die ist einfach der Hammer. Ich benutze die jetzt seit locker einer Woche und selten so über andere Highlighter gelacht. Also der Hammer ist die. Also das ist einfach so, vor allen Dingen, wenn ihr da ein Package drüber sprüht, das mache ich jetzt mal, dann wird die so wet, seht ihr das? Dann wird das so ein ganz toller, wetter Look. Das ist übrigens das Prime and Fine Dewy Glow von Catrice. Auch ein sehr geiles Spray, kann ich echt nur empfehlen. Aber bevor ich hier noch weiter die Werbetrommel schmeiße, zeige ich euch mal, was ich jetzt hier gekauft habe. Ich habe sehr kleine Items gekauft, die trotzdem fucking expensive waren. Ich blende euch die Preise, Originalpreise ein, weil ich habe die damals jetzt wenigstens für 10% reduziert bekommen. Wie gesagt, ich schreibe euch dann hier unten rein, jetzt nicht in die Infobox, sondern schreibe euch jetzt hier, packe ich unten, lasse ich das einblenden, was die Sachen gekostet haben. Das erste, was ich dazu geschenkt bekommen habe, da gab es jetzt also ein Geschenk dazu. Ich finde halt immer sehr, sehr cool bei Douglas, wenn ihr, also das ist halt wieder der praktische Vorteil zum Online-Kaufen. Wenn ihr praktisch online das ganze Zeug kauft, ja, dann habt ihr so ein bisschen das, den Bonus, dass ihr immer wieder mal Geschenke bekommt. Ich habe jetzt von Douglas Home Spa das Seaweed and Sea. Boah, das riecht richtig geil. Von Douglas habe ich sehr gute Sachen gehört, gerade von diesen Eigenmarkenprodukten. Das ist auch eine recht große Packung, das, also die 75 Milliliter, das ist auch noch so ein Schaum, der wird bestimmt einen ganzen Monat reichen. Praktisch Seealgen und Seemineralien oder irgendwas, Seaweeds, irgendwelche Kräuter, die da rumwachsen. Und auf jeden Fall ist es ein Duschschaum, da freue ich mich sehr, sehr. Dankeschön, Douglas. Und ich habe natürlich Lippenprodukte bestellt. Ich habe auf meiner Haut gerade eine Foundation, Leute, die ich für euch auch reviewed habe. Wenn sie online schon gegangen ist, dann verlinke ich es euch oben. Und zwar diese Love Even Elixir Foundation. Und zwar habe ich mir davon auch noch Lipglosse gekauft. Und zeige euch mal die Glosse so als. Also ich habe hier einen Matte Devotion No Transfer Liquid Lipstick. Und zwar in einer Farbe, die typisch Jenny ist. Das ist so ein richtig geiles dunkles Rosenholzton. Dann habe ich mir auch noch Glosse. Also diese hier, der Matte, hat 8,99 € gekostet. Und diese haben gekostet 5,99 €. Das sind praktisch Caring Volume Glosse. Ich habe die nur mal geswatcht jetzt gestern, als ich es bekommen habe. Geil. Diese Glosse sind auf den Lippen sehr pigmentiert, muss ich sagen. Also da ist echt Wawaboom Farbe dabei gewesen. Und das ist jetzt die Farbe, das sind diese beiden hier. Diese Farbe ist die Farbe Charming Rose. Und diese Farbe fand ich jetzt am geilsten, weil die halt so ein eure Lippen, but glossy und better. Und das ist die Farbe Mystic Sand. Und ich werde definitiv sie wegschmeißen. ich werde definitiv euch eine Review darüber geben in einem First Impression. Ich habe mir nämlich jetzt eine ehemalige Glowbox geholt und habe jetzt einige Produkte hier reingeschmissen, die ich in einem Full Face für euch testen möchte. Das kommt dann anwesend irgendwann die Tage mal online oder nächste Woche oder so. Da sind halt schon praktisch diese Revolution Palette, noch diese Highlighter Palette. Und da kommen jetzt praktisch diese einigen Produkte rein, wo ich jetzt praktisch noch gar nicht getestet habe, damit ich die mal vor der Kamera teste, weil so alleine kann ich es ja immer machen, aber mit euch macht es mehr Spaß. Und dann habe ich mir noch ein Lippenprodukt gekauft. Selbstverständlich!
Ich habe mir noch einen Melted Matte von Too Faced geholt. Und zwar, wait a minute, ich muss euch den dann gleich auftragen, der ist einfach nur zu hart. Und zwar ist das, wo ist mein Putzzeug, wenn ich was brauche. Also, diese Farbe habe ich im Laden geswatcht. Und ich fand die hardcore. So, es muss da, muss dieser Lippenstift runter, der ist von Avon, das ist, glaube ich, die Farbe Blushing Beauty, richtig hübsch. Aber der muss jetzt runter. Und zwar, ich hole jetzt meinen Spiegel mal ran. Ich habe jetzt heute mein Ringlicht mal anders positioniert, das gefällt mir irgendwie viel besser. Und zwar ist es diese Packung. Und ihr könnt ja schon sehen, dass es so meine Obsession für orangene Töne echt nahe kommt. ich muss sagen, ich fand ihn sehr, sehr cool. Also er wird sehr, sehr vibrant sein. Es ist die Farbe M Mrs. Rupert oder Mr. Rupert. Ich denke, es heißt Mrs. Die sind sehr musig, sehr long wearing und richtig geil. So, Schockmoment. Hallo? Was bist du denn? Gott. Also ich liebe solche Farben. Was halt cool bei den Applikatoren ist, ihr könnt mit dieser argen Spitze super eure Lippen umranden. Und ich glaube, ich glaube, für so einen werde ich gar. Leute, das ist Neon, das ist Neonorange. Ich habe aber schon so einen ähnlichen von Colourpop, von Kathleen Lights, die Kollaboration. Aber ich muss jetzt gucken, dass ich das ebenmäßig auch getragen kriege. Der Applikator ist geil. Also ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber ich finde die Farbe einfach Fun des Todes. Also ich liebe diese Farbe. I love it so much. Hallo, können wir mal über die Farbe sprechen? Wie cool. Also ich mag solche Farben. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich so ein bisschen einen gebräunteren Look habe. Wie gesagt, das ist Mrs. Rupert. Ich finde die Farbe einfach geil. Ich habe lange drüber nachgedacht, Leute, ob ich mir die kaufen soll, weil das ist halt schon eine extra Farbe. Eine extra Farbe. Sie ist auch ein bisschen schwieriger zum Aufbauen, damit die gleich aussieht. Aber die trocknen so gut runter, dass wenn ihr die nicht schichtet. Too Faced matte Lippenstifte könnt ihr auch schichten, ohne dass die komisch werden. Ist auch gut zu wissen. Also, ich will jetzt nichts sagen, aber die Farbe ist Gold. Also, die ist richtig cool. Das muss natürlich nicht jedem gefallen. Natürlich, wenn ich jetzt Kommentare bekomme, Jenny, du siehst aus, wie wenn du in eine alte Orange gebissen hast. Thank you! Also, das ist wirklich eine Farbe, die ich sehr feiere, die ich sehr geil finde. Sie ist halt sehr schön neon und wisst ihr, mit der dunklen, angebräunten Haut und dann so einem geilen bronzenen Look. Oh, ich liebe es. Das ist einfach geil. Das ist so richtig mein Ding, ja. Dann habe ich mir noch ein etwas gekauft, was ich jetzt so in meiner Theke nicht gefunden habe. Und zwar diesen Essence Prime and Studio HD Hydra Spray. Das ist ein Primer Spray, was ihr halt davor auftragen sollt. Ja, riecht ein bisschen komisch. Wenn ihr praktisch sprüht, gell, sprüht zweimal. Erstmal in der anderen Gegend rum, bevor ihr es in euer Gesicht spritzt, weil ich glaube, das könnte nämlich sonst echt in die Hose gehen. Und dann habe ich drei Produkte, die ich. Übrigens ist der schon durchgetrocknet. Der ist. Oh, ich liebe ihn. Ich finde ihn einfach nur schön. Ich weiß, dass praktisch meine Make-up-Looks nicht immer natürlich für jedermann sind. Aber das war auch der Grund, wieso ich diesen Kanal gestartet habe. Weil ich möchte Menschen ansprechen, die Bock auf Farbe haben. Und Leute, ganz ehrlich, ich weiß, dass manchmal das ein bisschen nuttig aussehen kann, wenn man total krasse Lippen trägt oder so. Aber Leute, der Sommer kommt, knallt euch Farbe ins Gesicht. Ich habe zum Beispiel so geile Rot-Orange, ja. Die Farben sind ultra schön und so schön einfach. Oh, das ist so eine richtige geile Statement-Farbe und das liebe ich ja des Todes. Also das kommt jetzt zum Beispiel nicht in meinen First Impressions Pie, weil das ist schon Expression und Impression genug.
Und dann habe ich mir ich wollte diesen Sun Bunny Bronzer von Too Faced, also wieder was von Too Faced, definitiv schon ein bisschen länger. Aber als ich jetzt gesehen habe, dass es repackaged wird, das heißt eine neue Verpackung bekommt, ich zeige euch mal hier die alte Verpackung, habe ich natürlich gedacht, dann warte ich lieber, bis ich die an die rankomme. Und richtig geil. Ich habe ja aus der Chocolate Gold Soleil Edition diesen hier. Und zwar ist es dieser wunderschöne Schimmerbronzer. Und jetzt haben die praktisch das Packaging so übernommen, nur matt gemacht. Und das ist geil. Das sieht einfach Hammer aus. Und zwar macht ihr den auf. Und der Sun Bunny Bronzer ist ein ultraschöner Bronzer. Das ist ein Bronzer, der einen ganz tollen Shift hat. Oh, ich traue mich mal gar nicht rein. Der ist so schön vom Unterton her. Mir gefällt der sowas von. Der hat so ein. Ich mache es mal ein bisschen flächiger, dann könnt ihr es besser sehen. So, ihr könnt es sehen. Es gibt eurer Haut, wenn die schon so leicht gebronzt ist, gell, einen ultraschönen Radiant Look. Also, das sieht aus, wie wenn ihr gerade auf den Malediven gewesen wart und dann irgendwie noch mehr Glanz habt und euch auch so wohlfühlt. Ja, ich finde, Sommer ist eh so eine Jahreszeit, wo man extrem auf seine Haut achten sollte. Ich finde auch, Sommer ist die Zeit der Skincare und auch vor allem der nackten Hautlooks. Das heißt, Looks, wo ihr zum Beispiel wenig tragt und trotzdem tragt. Das heißt, zum Beispiel im Winter, da bin ich immer sehr dunkel geschminkt, sehr dunkle, geile, braune Lippen, dann geiles Smoky Eye, richtig dunkle Smoky Eyes, ja. Und im Sommer, da ist eher so der Fokus auf dieser schönen, glowigen Haut. Und das möchte ich natürlich in diesem Sommer weitermachen. Und daher habe ich mir diesen Sun Bunny Bronzer geholt. Dieser hier wollte ich noch sagen, kostet 19,99. Und der da kostet 30,99. Der ist echt nicht billig. Aber Leute, diese Bronzer gehen euch nie kaputt. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass euch die irgendwie schlecht wird oder nicht gut ist oder so. Also das denke ich auf gar keinen Fall. Die kommen auch direkt bei mir auf den Tisch, weil ich definitiv die direkt bald testen möchte. Und dann habe ich mir etwas gegönnt, was ich in dem Angebot so gut fand. Und zwar, Benefit ist eine Marke, die ich so ein bisschen neu entdeckt habe. Soweit ich weiß, ist die jetzt auch nicht ganz cruelty-free, weil die wohl auch weltweit verkaufen. Aber ich wollte die testen, weil ich habe von der Alida, danke mein Schatz, ich muss jetzt gerade mal schauen, wo ich sie hingeschmissen habe. Die Bad Girl Bang Mascara. Und zwar habe ich da so ein Mini-Sample davon. Ist es die? Nee. Die ist jetzt hier somewhere auf meinem Tisch. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Normalerweise. Ah, hier. Habe ich die in diesem Mini. Genau. Sorry. Habe ich die in diesem Mini. Und zwar hat mir die Alida die geschenkt. Die war mal irgendwie in einer Zeitschrift drin. Ich glaube, der Joy. Als sie released wurde. Und ich habe dann halt gedacht, boah, geil. Also ich konnte die testen. Alida war dann wirklich so lieb und hat die mir, glaube ich, vom Kölner Bahnhof mitgebracht. Und ich benutze sie tatsächlich, seitdem die Alida mir das geschenkt hat. Sehr, sehr geiles Produkt. Sehr, sehr gutes Produkt. Und was ich halt gesehen habe, ist, dass die Roller Lash, also Alicia Marie und Jeffree Star, lieben die beide. Und ich möchte das gerne ausprobieren, weil ich bin ja kein False Lashes Träger. Ich mag es halt einfach nicht, weil ich fühle mich da irgendwie nicht so ganz wohl, muss ich sagen. Weil irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, dass ich das Gefühl kriege, dass ich jetzt achten muss, dass das Zeug mir nicht aus dem Gesicht fällt. Ich weiß nicht, ich habe so eine, ich weiß nicht, ich gucke dann immer in den Spiegel und gucke, dass das irgendwie nicht runterfällt oder so. Und das war mir halt immer so unangenehm, dass ich gesagt habe, nee, lieber nicht. Und deswegen versuche ich jetzt einfach in der Hoffnung, gute Mascaras zu finden. Ich habe jetzt neulich zwei geile Mascaras von Avon gekriegt. Und zwar die True Ultra Volume und diese Big Multiplied Volume Mascara. Also das ist auch die Mascara, die ich hier gerade trage. Sehr, sehr guten sehr gute Mascaras, die natürlich ansatzweise nicht mal so viel kosten wie das. Aber ich habe mir jetzt die Big Bad Girl Bang Mascara gekauft.
Und zwar, die ist natürlich schon wesentlich größer, ja. Also das ist jetzt die Original-Mini-Size. Die kostet normalerweise jedes Stück 13 € und ich habe jetzt alle für 21 bekommen, um so ein bisschen zu testen, welche gut ist. Weil wenn ich halt echt 30 € ausgib für eine Mascara, sollte das halt schon was taugen. Und bei mir macht es sogar Sinn, weil natürlich, wenn ihr jetzt False Lashes tragt oder so, ist es mir logisch, dass ihr praktisch jetzt nicht so ein krasses, sage ich mal, Produkt braucht für die Wimpern. Dadurch, dass ich aber keine tragen möchte, werde ich diese drei auf jeden Fall mal testen. Ich bin sehr, sehr gespannt darüber, wie die bei mir funktionieren. Ich weiß, dass die Bad Girl Bang auf jeden Fall mega funktioniert. Und deswegen werde ich die definitiv testen. Das letzte Produkt, was ich habe, ist die Too Faced Natural Face Palette. Und zwar habe ich jetzt, ja, once upon a time saß ich halt auf der Couch und habe dann halt gesehen, dass Douglas die online hat. Jenny so geguckt und Jenny den Bestellbutton gedrückt. Also die Natural Face, beziehungsweise die Natural Face oder die ganzen Natural praktisch Highlight-Sachen sind auch praktisch mit dem Repackaging von diesen Sachen. Und es wurde auch praktisch nochmal so eine Eyeshadow-Palette, die mich gar nicht interessiert, weil seitdem ich die Dominique Christensen-Palette, ich meine Dominique Cosmetics von Christian Dominique die Palette habe, also diese hier und die Soft Glam von Anastasia Beverly Hills, muss ich sagen, habe ich jetzt eigentlich nicht so viele Paletten, die ich jetzt so ultra geil finde, weil die halt für mich ein Ultimum an neutralen Paletten ist. Und ich wollte aber diese Natural Face Palette unbedingt haben. Die hat mich jetzt 42 € gekostet. Aber das war es mir wert, weil das für mich auch eine coole Möglichkeit ist, weil wir fahren ja in Hamburg. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe viele Einzelcompacts, aber ich habe jetzt echt, ich schwör's euch, kein einziges Produkt, wo ich alle Sachen drin habe. Also wo ich einen Bronzer drin habe und so weiter. Das ist für mich ein echtes Problem, weil wir gehen ja König der Löwen anschauen und so. Und ich möchte halt eine große Variety an Sachen einfach da haben. Wenn ich natürlich das Problem kriege, dass ich keine passenden Produkte habe, kriege ich so ein bisschen Beklemmung, weil ihr dann ja praktisch euch fertig machen müsst und irgendwie die Hälfte eurer Produkte zu Hause habt. Und daher habe ich mich eher dafür entschieden, auch mal solche Sachen wie zum Beispiel so eine Face-Palette zu kaufen oder so. Oder zum Beispiel, was ich jetzt auch super fand, war jetzt diese Essence LE, wo ihr praktisch so einen leichten, ja, highlightenden Ton, das ist so ein Illuminating Powder und so zusammen habt. Da könnt ihr euch rein theoretisch diesen Highlighter auch sparen, ja. Ich finde auch diese ganz gut. Das war mal so von einer Festival Mood Palette vom letzten Jahr. Die wird auch so genutzt bei mir. Die ist von Rival de Loop. Sehr, sehr geile Palette. Kommt bei mir sehr oft, wenn ich zum Beispiel zu Freundinnen gehe oder so, einfach mit. Packaging, Goals, aber muss trotzdem in die Tonne. Ich habe viele, viele Verpackungen behalten. Das kann ich nicht, sonst vermülle ich hier in meinem Zimmer. Und die Palette, habe ich schon gehört, soll super schwer sein und sehr luxuriös aussehen. Und da bin ich echt gespannt, ob das stimmt. Also hier habt ihr, das finde ich aber auch immer ganz cool. Also das ist einfach so eine Anleitungsbogen, den brauche ich das natürlich nicht. Ich weiß, wo das Zeug hingehört. Was ihr praktisch, wo ihr was hinpacken könnt und so. Ich finde das sehr, sehr cool. Also für Leute, die jetzt praktisch nicht so well educated sind und das geschenkt bekommen, freue ich mich tatsächlich, tatsächlich. Und auf jeden Fall ist das die Palette. Leute, die ist so gekurvt. Seht ihr das? Ist so hochkurzkant. Und wie schön ist die bitte? Oh mein Gott. Highlighting Brush and Bronzing Veil Palette. TooFaced.com. Leute, die ist echt schwer. Die ist bocke schwer. Richtig schwer ist die. Hammer. Also also das ist so ein richtiger Totschläger. Also. Packaging ultra, ultra schön, sehr, sehr schwer, muss ich allerdings sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das jetzt gut gefällt, weil wenn es zu schwer ist. Und das sind die Töne. Und ich swatche jetzt nicht, weil das kommt jetzt in meine First Impression. Beziehungsweise, ich will diese. Oh mein Gott, Leute. Too Faced, please bring this as a highlighter out on the market. Krass, ich bin jetzt gerade schock. Schaut mal, das ist so ein Ton, ich kann euch den gar nicht richtig beschreiben. Seht ihr meine Handfläche? Der ist Gold, aber hat einen Pink Shift drin. Und dann habe ich das oben, wo ein Pink ist, mit einem goldenen Shift.
Mega, mega, mega schön. Also, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst. Ich habe jetzt da praktisch eine komplette Palette drin mit Produkten, die jetzt alle fürs Gesicht sind. Also Highlighter, Bronzer und das sind all, also Shim, also natürlich, also Riesenspiegel, ich klappe den mal runter. Highlighter, Halter, Highlighter, Highlighter. Und die riechen, Leute. Also, die riechen so, also auch nach Schokolade, aber nach irgendeiner anderen Schokolade. Jetzt so ein bisschen mit Kokosnuss-Flavor, genau. Das ist die Farbe Starlight und Satin Sheets. Leute, geil. Richtig Hammer. Noch nie so einen Highlighter gesehen. Dann habe ich noch Blushtint. Der obere ist mit Schimmer, der untere ist matt. Das ist der Pink Wink und das ist der Pink Sand. Also, wie ihr seht, so ein pinker Ton und hier so ein Mauve. Und dann habe ich oben noch den Sun Honey. Also das ist, glaube ich, der Sun Bunny. Der Sun Honey, den swatche ich mal. Und die Prints sind ultra schön. Schaut mal, das sind die Bronzer. Also sind schon stark pigmentiert, muss man sagen, für einen Bronzer. Der da ist ja rotstichig. Da müsste ich aufpassen, weil ich glaube, sonst sieht es bei mir nicht so flattering aus, wie ich das gern hätte. Und aber eine sehr, sehr schöne. Ich hätte mir, glaube ich, noch gewünscht, dass sie noch einen Ticken größer sind, die Pans. Aber sowas Schönes, Leute. Hammer. Also allein, wie das schon in der Hand liegt. Und ich finde auch, schaut euch mal das an, wie toll das aussieht. Ich finde einfach, das sieht sowas von extrem schön aus, dass ich dazu eigentlich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen kann. Ich bin total verliebt. Und ich beende dieses Video praktisch damit, dass ich wieder mega glücklich bin mit den Sachen, die ich hier gekauft habe. Nochmal um zu runterbrechen. Ich habe jetzt für das Rouge Make-up Set praktisch für diese Palette, diese Monster geile Palette, 42,99 € bezahlt. Der Benefit Mascara Set hat sogar 21,99 €, das war ganz gut. Der Primer, habe ich vergessen zu erwähnen, hat mich gekostet 3,49 €. Too Faced Lippenstift in Mrs. Rupert war 19,99 € und eine kleine Beauty-Überraschung gab es noch. Wie gesagt, das hat mich jetzt gar nichts gekostet, dieses Douglas. Und ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen. Also mir hat er super gefallen, weil da sind wieder geile Produkte dabei gewesen. Mein Tisch wird irgendwie immer voller. Also ich merke halt schon, dass es hier sehr YouTube-lastig geworden ist. Da oben ist alles voll, hier ist ein Licht, dort ist ein Licht. Aber ich mache das so wahnsinnig gerne. Ich finde dieser Lippenstift auch so, so cool. Der ist auch ganz durchgeschrocknet. Er ist nicht ganz durchgängig. Ich guck mal, das ist ja das Zeug. Seht ihr das? Die ganzen Rillen hier. Und das finde ich ja total hässlich hier drinnen. Gott sei Dank lache ich ja nicht so, sondern so. Das heißt, man sieht es nicht. Aber das muss man in der Consideration ein bisschen bedenken, dass falls euch das gar nicht gefällt, so, dann müsst ihr das bedenken. Das könnte sonst echt scheiße rauskommen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das Video euch gefallen hat. Ich hoffe, dass die Produkte euch sehr zum Kauf anregen oder Inspiration geben, ob das was für euch wäre oder not. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten wieder.